Der Kreisumfang. Was hat das ganze Kreiszeug hier überhaupt zu tun? Wie funktioniert das? Was heißt Umfang? Umfang heißt, ich gehe einmal rum oder ich umfange etwas. Wie das alles funktioniert, kommen wir gleich drauf. Also einmal rum heißt die Länge, wie lang muss ich laufen, bis ich einmal rumkomme. Genau wieder von Anfang bis zum Anfang, wo ich angefangen habe. So, ja, da gibt es eine Formel, die heißt entweder USP mal D, der Durchmesser. Etwas durchmessen heißt komplett von der einen bis zur anderen Seite laufen. Oder, da D ja doppelt so groß ist, U ist zweimal, also Pi mal zweimal R. Aber was ist Pi? Pi ist so eine krumme Zahl. Ich habe die hier für die Praxis, reicht das übrigens, mit 3,14 ungefähr angegeben. Das reicht wirklich für Praxisberechnungen aus. Man kann es natürlich noch genauer machen. Und wo die Zahl herkommt, wie das alles funktioniert, das wird dann gleich im entsprechenden Unterrichtsvideo erklärt. Ich füge dann hier den Link dazu an und dann kommt man direkt an die Stelle im Unterricht, wo man eigentlich hin wollte, nämlich zu den Erklärungen und zu den Berechnungen. Aufgaben mit Übungen und so weiter. Bis jetzt hat es jeder verstanden, warum ihr nicht auch? Also, ich wünsche viel Spaß beim Verstehen. Bis dann im Unterricht.